Anfang Mai ist die Vegetation auch auf dem Büdami so weit fortgeschritten, dass Toni und Tiris ihre Tiere auf die Weide lassen können. Auch das Galtvieh, darunter einige Rinder der Rasse Rätisches Grauvieh, genießt das frische Gras und die warmen Sonnenstrahlen. Als Büdami-Toni 1958 nach dem Tod seines Vaters den Hof übernahm und mit seiner Mutter weiter bewirtschaftete, gab es in der Gemeinde Triesenberg 550 Bodenbesitzer mit über 4000 kleinen und kleinsten, oft weit auseinanderliegenden Parzellen. Um diese Kleinstflächen rationell, also mit Maschinen bewirtschaften zu können, mussten sie über eine Melioration zu größeren Parzellen zusammengelegt und mit Straßen erschlossen werden. Erklärtes Ziel der Bodenzusammenlegung war die rationellere Bewirtschaftung und die Sicherung der Existenzgrundlage für die Landwirtschaft. Während 1960 die Bodenbesitzer die Durchführung der Melioration beschlossen, wurde die Forderung nach einer vorherigen Zonenplanung von den Triesenbergern ignoriert. Kaum jemand trennte sich gern von seinem alten Bestand, zumal auch niemand wusste, welche Flächen in Zukunft der Bauzone zugeordnet und welcher Boden der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten bleiben soll. Wegen der Neuzuteilung wurde jahrzehntelang gestritten. Uns hat fehlt noch. Ich wäre für das Auto nicht mehr. Also das haben wir drei Aufzüge gehabt. Und einer hat sich Schlottal noch. Nicht mehr um. Mit Santa Hütte. Mit staatlicher Unterstützung von Land und Gemeinde von über 17 Millionen Franken entstanden so nicht nur Erschließungsstraßen für die Landwirtschaft, sondern in den Köpfen vieler Bodenbesitzer Bauerwartungsland. 12 Jahre nach Meliorationsbeginn schrieb Gemeindevorsteher Alfons Schädler 1972 in der Gemeindeorientierung, Zitat, wir zerstören unseren eigenen Lebensraum. Zwischen 1976 und dem Jahr 2000 wurden 4 Zonenplanvorlagen, 2 Vorschläge der Gemeinde und 2 Bürgerinitiativen abgelehnt. An Stammtischen, in Arbeitsgruppen und in den Leserbriefspalten der Landeszeitungen kam es deswegen zu zahllosen, viele Wunden aufreißenden und an Bürgerkrieg grenzenden Auseinandersetzungen. Im Dezember 1998 stellte dann die Regierung der Gemeinde Triesenberg das schon längst fällige Ultimatum. Entweder steht bis Ende März 2000 ein gültiger Zonenplan, oder er wird der Gemeinde Triesenberg von der Regierung verordnet. Mit der Angst im Nacken stimmten die Triesenberger und Triesenbergerinnen dann im Februar 2000 endlich einem Zonenplan zu. Einem Zonenplan, der aber lediglich 15% guten, für die Landwirtschaft geeigneten Boden anstatt wie gesetzlich vorgeschrieben 30% der Landwirtschaftszone zuordnet. Weil praktisch alle Triesenberger Bauern auf Pachtboden angewiesen sind, hatten sie sich in den Jahrzehnten der Zonenplanung nie zu Wort gemeldet. Sie wollten es sich ganz einfach mit den Bodenbesitzern nicht verderben.